Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Astro TV. Mein Name ist Sabine Krause und ich begleite Sie jetzt durch die Stunde von 23 bis 24 Uhr. Erreichen können Sie mich unter der Telefonnummer 0137 99 11880. Ja, zu mir, ich bin ausgebildete Huna-Schamanin, Motivationstrainerin, ich bin psychologisch geschult, Ernährungsberaterin und berate Sie ganzheitlich und lösungsorientiert. Ich habe auch meine Orakelkarten mitgebracht, die ich immer wieder mal ziehe, wenn ich das Gefühl habe, jemand benötigt da draußen eine Karte, einen kleinen Impuls. Dann auch meine Lennamore-Karten, das ist mein favorisiertes Kartendeck. Damit beantworte ich natürlich alle Ihre Fragen. Und ich habe auch mein schamanisches Buch mitgebracht. Da trage ich Sie sehr gerne ein mit Ihrem Geburtsdatum, mit Ihrem Namen. Ich brauche natürlich nur den Anfangsbuchstaben Ihres Familiennamen und trage Sie dann zu Hause direkt in die Blume des Lebens ein. Das ist eine große Blume des Lebens aus Holz. Und da kommen Sie dann direkt rein für die nächsten 4 Wochen, ab 1. November bis 30. November. Für die 4-wöchige Energiearbeit. Da können wir zum Beispiel den Geldfluss aktivieren, die Blockade in der Liebe lösen. Ich kann natürlich keine Wunder versprechen, aber ich probiere eben Ihre Blockaden irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja, und natürlich die 4-Wochen-Legung ist auch sehr, sehr spannend. Da können Sie auch gerne mal unter meinem Namen Sabine Krause nachlesen, was die Kunden so schreiben, die Anrufer so schreiben, was sie schon alles erlebt haben mit der 4-Wochen-Legung. Da ich ja jede einzelne Woche auslege, sieht man natürlich sehr viel, was in jeder einzelnen Woche passiert und natürlich auch den Glückstag dazu. Und dann gibt es die Frage. Fragen dürfen Sie mich grundsätzlich alles, außer zum Thema Gesundheit. Highlight für die nächsten 6 Monate, was kommt für ein Highlight auf Sie zu? Und natürlich die Liebesbotschaft, wenn es um das Thema Liebe geht. Ja, und ich freue mich natürlich jetzt in meiner letzten Stunde für heute, Sie beraten zu dürfen. Und ich hoffe, wir haben jetzt viele Gespräche und ich kann ganz, ganz viele Fragen beantworten. Da freue ich mich jetzt sehr drüber und bin natürlich jetzt sehr gespannt auf mein erstes Gespräch. In den Gute-Nacht-Gespräche, liebe Zuschauer. Ja, wenn Sie jetzt noch wach sind, wunderbar, hier ist mein erster Anrufer. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Hallo? Mit wem spreche ich? Hallo? Hallo? Ja, jetzt, mit wem spreche ich denn? Mit Diana. Diana, super, was kann ich tun? Das ist ja mein Highlight. Sehr gerne, Anna. Anna, du schaust hier ins Glück. Das ist schon mal sehr positiv. Ne? Also das heißt, es werden jetzt Dinge passieren, wo du sagst, ach ja, da freue ich mich jetzt drüber oder da kommt eine tolle Nachricht oder da habe ich hier tolle Gespräche, die auf mich zukommen. Ich habe den partnerschaftlichen Aspekt sehr positiv angezeigt. Ja? Und in der Liebe kommt auch Stabilität auf dich zu. Und ich habe auch im häuslichen Bereich kleine Veränderungen angezeigt. Es kann aber sein, dass du vielleicht irgendwas renovierst, veränderst und irgendwie was verschönerst. Ne? Das habe ich so die nächsten 6 Monate. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Bis. Wunderbar. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, schönen guten Abend, die Heidrun. Hallo Heidrun, was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne mal die 4-Wochen-Legung, bitte. Aber sehr gerne. Hast du die schon mal von mir bekommen oder ist das das erste Mal? Nein, ich bin das erste Mal bei Ihnen durchgekommen. Ah, super, freut mich. Also in der ersten Woche, da hast du so manchmal das Gefühl, dass etwas an dir nagt, dass du dich nicht ganz so gut fühlst, ja, dass du so ein bisschen angeschlagen, emotional angeschlagen bist. Das habe ich aber nur von kurzer Dauer. Und im häuslichen Bereich muss man gucken, da könnte eine Kleinigkeit kaputt gehen. Also da mal ein bisschen aufpassen. Kann auch sein, dass dir das Lieblingsglas runterfällt oder sowas. Ja? Mhm. Dann in der zweiten Woche habe ich emotional so eine kleine Blockade. Also das hat was mit Familie zu tun, mit Partnerschaft zu tun. Ja? Da liegt der Ring mit dem Sarg. Das heißt, dass irgendwas blockiert bei dir, ne? Aber nur kurze Zeit. Dann in der dritten Woche bist du eigentlich relativ gut
drauf, würde ich jetzt mal sagen, da geht es dir gut. Nur etwas Unehrliches von einer außenstehenden Person beunruhigt dich ein bisschen. Also ein bisschen aufpassen, was man dir erzählt. Ne? Und in der vierten Woche hast du Gespräche, Kontakt mit einer männlichen Person. Da liegt aber das Buch und das Buch heißt immer, ich kann dir nicht sagen, wer es ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr angenehmes Gespräch, ja? Begegnung, Nachricht. Und dein persönlicher Glückstag ist der 17. November. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Ich danke mich recht herzlich. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Hallo Sabine, hier ist die Silvia. Hallo Silvia. Schön. Was kann ich tun? Hast du ein Highlight für mich, bitte? Ja, aber sehr gerne. So, das muss ich gerade mal schauen. Bist du denn in einer Partnerschaft aktuell? Ja, ja. Ja, weil ich hier einen Mann mit einem Geheimnis habe, aber es kann sein, dass der irgendwas mit dir vorhat. Ja? Da liegt eine Nachricht, kann auch eine Einladung, eine Freude, eine Überraschung sein. Ja? Zumindest mal habe ich eine ganz tolle Entwicklung im emotionalen, partnerschaftlichen Bereich bei dir angezeigt. Ne? Und was mir auch sehr gut gefällt, du bist ein sehr spiritueller Mensch. Das heißt also, du wirst auch mal in diesem Bereich so ein bisschen tätig werden. Ja? Das kann jetzt sein, du gibst Meditationskurse, ja? Oder du arbeitest mit Karten, mit Astrologie. Also das musst du für dich von deinem Gefühl her entscheiden. Das habe ich auf jeden Fall in den nächsten 6 Monaten drin, dass da immer mehr in Bewegung kommt. Alles Gute wünsche ich dir, ja? Super, danke. Gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Hallo. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo? Hallo. Hallo, Sabine. Jetzt hörst du mich, Brigitte. Was kann ich tun für dich? Ja, ich hätte gerne auch das Highlight. Sehr gerne. Brigitte, bei dir geht es um die Liebe. Und zwar in den nächsten 6 Monaten. Bist du aktuell gebunden? Ja, so gerne. Super. Und zwar liegt hier der Partner, es liegt das Herz und die Emotionen und auch das Buch. Ja, also da kommt etwas Überraschendes von ihm auf dich zu. Ja, und ich habe auch angenehme Gespräche, was Beruf oder Aktivitäten mit Aktivitäten zusammenhängt. Ja, und der finanzielle Bereich liegt auch in der Veränderung. Ne? Also im Prinzip volles Programm in den nächsten 6 Monaten. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Einen schönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Guten Abend, Sabine. Hier ist die Maria. Hallo, Maria. Ich hätte gerne das Highlight, bitte. Sehr gerne, Maria. Die Sonne. Deine erste Karte ist die Sonne. Und du schaust hier so ein bisschen in was Nagendes. Also irgendwas hat dich beschäftigt jetzt in der Vergangenheit. Ja. Ja. Da liegt, ja, die Mäuse, die sagen immer, dass irgendwas dich geschwächt hat oder irgendwas gestresst hat. Ne? Das geht aber raus. Und ich habe bei dir die Sonne und den Blumenstrauß. Das ist doppeltes Glück. Ja. Das heißt auch für mich, alles, was du jetzt für dich planst, was du dir vornehmen möchtest für die Zukunft, ja, das wird dir auch gelingen, weil ich habe das Herz mit dem Klee liegen, also die Liebe habe ich liegen, das doppelte Glück habe ich angezeigt, etwas Nagendes verabschiedet sich bei dir und ja, in den nächsten 6 Monaten sieht es ganz gut aus für dich. Alles Gute wünsche ich dir. Oh, das ist aber schön. Dankeschön, Dankeschön. Sabine. Gerne, tschüss. Gerne, freut mich. Tschüss. Gerne, tschüss. Einen wunderschönen guten Abend, hier spricht die Sabine. Ja, Petra hier, hallo. Hallo Petra, was kann ich tun? Ich hätte auch gerne dieses Highlight. Aha, sehr gerne. Upsa. Jetzt habe ich deinen Namen. Wie ist dein Name? Petra. Petra war das, genau. Entschuldigung, das muss ich nochmal fragen. Also erstmal ein bisschen Acht geben auf die Finanzen. Ich habe auch manchmal Warnungen angezeigt. Ja? Das ja. heißt, im finanziellen Bereich auf dein Portemonnaie aufpassen, auf deine Geldkarte. Es passiert ja immer mal schnell, man steckt die Geldkarte in Automaten und oh mein Gott, ja, habe ich vergessen. Oder irgendwie sowas in der Art. Also da ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Und ich habe, du schaust direkt in das Herz. Das hat auch wieder was mit Liebe zu tun. Ne? Also einmal entwickelt sich bei dir etwas ganz, ganz Schönes im partnerschaftlichen Bereich und etwas aufpassen auf den finanziellen Bereich. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, ja? Dankeschön. Dank. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuschauer, wir haben natürlich noch wichtige Informationen für Sie und die entnehmen Sie bitte hier unten im Laufband. Und es klappt ja wunderbar, eine Beratung nach der anderen. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich freue mich, liebe Zuschauer. Wunderbar. Wen darf ich begrüßen? Hallo, Barbara hier. Hallo, Barbara. Ein Highlight hätte ich gerne. Sehr gerne, Barbara. Oh, heute
kriegen die Karten wieder. Moment. So. Du hast jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mit Kommunikation zu tun, also so mit kleinen Schwierigkeiten, Schwankungen, was mit Kommunikation zusammenhängt. Ja? Da liegen auch die Finanzen, da liegt Arbeit, Beschäftigung liegt drin. Also es kann sein, dass es etwas holprig wird jetzt am Anfang, ne, die nächsten Wochen. Aber dann schaust du direkt in die Stabilität rein. Finanzielle Stabilität, Neubeginn, Wachstum habe ich bei dir drin, Blockaden lösen sich auf. Ja? Und du bist übrigens auch ein sehr spiritueller Mensch. Ne? Und ich habe auch die Öffentlichkeit. Also generell sieht es in den nächsten 6 Monaten sehr, sehr gut aus. Nur die Kommunikation könnte ein bisschen schwankend sein, aber im Großen und Ganzen liegen die Finanzen sehr stabil und du kommst wirklich weiter. Alles, was mit Beschäftigung, Beruf und so weiter zu tun hat. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, Dankeschön. Tschüss. Einen schönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Hallo, hier ist Christine. Hallo Christina, was kann ich tun für dich? Ich hätte gerne die 4-Wochen-Legung. Mhm, sehr gerne. Hattest du die schon mal bei mir? Nein. Nur nicht, okay. So, in der ersten Woche, da bist du sehr emotional. Ne? Das heißt, also, du hast hier mit emotionalen Dingen, Menschen zu tun. Das liegt Neubeginn, Wachstum. Ich habe auch eine Terminvereinbarung bei dir angezeigt. Ja? Kann sein, dass du vielleicht irgendwie denkst, auch mal Friseur oder so, es gibt ja so viele andere Termine, die man vereinbaren kann. Ja? Also das liegt zumindest mal in der ersten Woche. Dann in der zweiten Woche hast du mit einem Mann, ich weiß nicht, ob du aktuell in einer Partnerschaft bist, ne? Zumindest mal ist ein Mann, den du noch nicht kennst. Und mit dem bekommst du zu tun in der zweiten Woche. Ne? In der dritten Woche liegt im häuslichen Bereich so die Herzlichkeit. Ne? Anfangs bist du in der Woche jetzt so ein bisschen aufgeregt, angespannt und denkst dir, mein Gott, die Woche beginnt ja schon richtig gut, ja. Aber dann habe ich die Liebe und die Herzlichkeit und auch die Freude im häuslichen Bereich. Vielleicht machst du auch ein bisschen Deko oder irgendwas schöner. Ne? Und in der vierten Woche, da liegt eine kleine Unehrlichkeit von außen. Das könnte jetzt auch mit Freunden, Bekannten, ja, vielleicht auch Familie zu tun haben, da ein bisschen Acht geben. Weil wenn der Fuchs drin liegt, heißt das immer, du bekommst mit einer Unehrlichkeit zu tun. Also immer wirklich aufpassen, was man erzählt bekommt und nicht alles glauben. Ne? Und dein persönlicher Glückstag ist der 9. November. Alles klar. Super, danke. Tschüss. Hallo, hier spricht die Sabine. Hallo, Sabine, die Brigitte nochmal. Hey, Brigitte, super. Zum zweiten Mal, was kann ich tun für dich? Ja, genau. Jetzt hätte ich die 4 Wochen plus Glückstag. Ja, sehr gerne. So, Brigitte, ja, auch bei dir liegt irgendwas Emotionales in der ersten Woche. Ne? Das heißt also mit irgendwas partnerschaftlich oder familiär, also du hast auf jeden Fall Gedanken, was mit Neubeginn zusammenhängt. Ja? Und im häuslichen Bereich liegt ein kleiner Stress, also meistens ist Stress irgendwas mit, irgendwas funktioniert nicht, irgendein Gerät oder irgendwas, gibt so ein bisschen den Geist auf, da muss man mal gucken. Ne? Und in der zweiten Woche liegt ein kleiner Energieverlust aufgrund einer Kommunikation. Also ich kann mir das so vorstellen, du hast ein Gespräch mit jemanden, ja, und dieses Gespräch raubt dir unwahrscheinlich viel Energie. Da musst du dich ein bisschen schützen, Abstand nehmen, ja, wenn du merkst, es tut dir nicht gut. Dann in der dritten Woche, da liegt was Herzliches von einer männlichen Person, ja, da liegen zwar erstmal Unklarheiten, männlichen Person, männlichen, ja, da liegt das Herz, da liegt der Schlüssel, da liegt der Mann. Es ist zwar anfangs so ein bisschen unklar, man kann es nicht so richtig zuordnen, aber es ist sehr, sehr herzlich gemeint, ja. Und in der vierten Woche hast du manchmal das Gefühl, du trittst auf der Stelle, du kommst nicht richtig vom Fleck, ja, das ist alles so im Stillstand und plötzlich kommen dann doch die Veränderungen durch wieder ein Gespräch mit einem Mann, der bringt dir eine Veränderung, ne? Und ich habe, dein persönlicher Glückstag ist der 28. November. Sabine, Frage, ab wann gilt es jetzt, ab morgen? 1. November. Ab 1. November. Ab 1. November, okay. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuschauer, wir haben natürlich noch Infos für Sie. Bleiben Sie dran. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, und weiter geht's, liebe Zuschauer. Ich freue mich jetzt in meiner letzten Stunde, Sie noch beraten zu dürfen, bis 24 Uhr. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hallo, hier ist Peggy. Ich hätte gerne Geldflussaktivierung. Ah, natürlich. Peggy, GGY nehme ich an, ne? Ja, genau. Mhm. Dein Familienname, also Anfangsbuchstabe? D. D. Dein Geburtsdatum? Am 3.12.70. Geldfluss.
Ich hab's gleich, Moment. Okay, also du kommst natürlich auch am Sonntag in meine Blume des Lebens. Immer vormittags arbeite ich an der Energieblockade. Das heißt mit dem Gebet Ho'oponopono, das hast du bestimmt schon mal gehört aus dem Schamanismus. Mhm. Ja? Und bitte nichts tun, nicht dagegen wirken. Ja, manchmal konzentriert man sich ganz fest auf die Energie. Bitte nicht tun, du kannst klar eine Kerze anzünden und dir das bequem zu Hause machen, aber bitte nichts Energetisches machen. Ja? Sonst arbeitest du gegen mich und das wäre natürlich ungut. Die nächsten 4 Wochen und dann beobachte einfach mal, was passiert. Ja, alles Gute, danke. Danke. Tschüss. Ja, hallo, hier spricht die Sabine. Hallo Sabine, hier Christiane. Hallo Christiane, was kann ich für dich tun? Ich hätte gern die 4 Wochen und den Glückstag. Aber sehr gerne. Du bist auch zum ersten Mal bei mir? Nee. Nee, schon öfter, okay. Ist nur lange her. Ah, okay, dann schauen wir uns das mal an. Oh, die erste Woche, da hast du ein kleines Gefühl von Blockade. Ne? Ist aber nicht weiter schlimm, weil du hast hier gleich das Glück wieder liegen. Ja? Also ich vermute mal, dass dich irgendwie eine Situation ein bisschen blockiert. Ja? Kommt vielleicht auch noch ein bisschen aus der Vergangenheit. Ne? Mhm. Da liegt aber wieder das Glück, die Veränderung. Und das könnte eventuell mit einer männlichen Person zusammenhängen. Muss mal beobachten, was da so passiert in der ersten Woche. Ne? Dann in der zweiten Woche fährst du irgendwo hin, also irgendwas machst du, du unternimmst irgendwas in der zweiten Woche, ja, oder hast zumindest mal vor. Du fährst Auto, oder? Ja. Mhm. Da musst du ein bisschen Acht geben vor Strafzetteln, weil du hast das Amt hier liegen. Ne? Ist jetzt nichts Dramatisches, kann auch sein, dass du einfach zu lang parkst und dann hast du eine Überschreitung zum Beispiel. Mhm. Ja? Also da einfach ein bisschen das Auge drauf werfen. Und in der dritten Woche liegt plötzlich unerwartet vielleicht eine Einladung, einen Besuch, eine Reise, Kurztrip, ja? Also keine große Reise, ja? Aber zumindest mal irgendwas hast du in Planung. Dann in der vierten Woche, ja, da liegt der Fuchs an den Finanzen. Also wenn du da ein bisschen in Kauffreude bist, vorsichtig. Ja? In der vierten Woche ist es ungünstig, über die Stränge zu schlagen, also von der Energie her. Ne? Mhm. Und ich habe den Blumenstrauß, das heißt am Schluss von November liegen, also am Ende des Novembers. Das heißt, im Dezember kannst du wieder lustig einkaufen gehen. Ne? Da liegt es wieder sehr gut. Und der 30. November ist dein Glückstag. Ja? Okay. Alles Gute, danke, Dankeschön. Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Ja, Sabine hier. Schönen guten Abend. Hier ist die Bärbel. Hallo Bärbel, was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne das Highlight, bitte. Aber sehr gerne, Bärbel. Ja. Du hörst dich ja nur richtig fit an. Ja, ich bin eine Nachteule wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, das kann sein. Das bin ich auch. So, dann schauen wir mal. Du hast in der ersten Woche ein bisschen Unklarheiten. Das kann sein, dass dich eine Situation ein bisschen beunruhigt. Ja, das kann sein, du bekommst eine Nachricht, vermute ich mal, oder irgendwie ein Gespräch, dann bist du ein bisschen unruhig. Aber ich habe den Blumenstrauß, das heißt immer, es geht gut aus. Ne? Da mach dir mal nicht so viel Sorgen, wenn da irgendwas kommt, was dich ein bisschen beunruhigt. Ne? Dann in der zweiten Woche hast du Kontaktgespräche. Da liegt ein Mann, 2 Männer habe ich sogar angezeigt, einen jüngeren und einen älteren. Ja? Und da liegen Gespräche. Manchmal hat man das Gefühl, ist das wirklich wahr, was die Person mir erzählt? Sprich so leise, kannst du ein bisschen lauter? Ah, okay. Kann es sein, was diese Person mir erzählt? Ist es die Wahrheit? Also da würde ich ein bisschen aufpassen, was du da erzählt bekommst, ja, in der zweiten Woche. Dann in der dritten Woche, da liegst du sehr, sehr gut mit den Finanzen, ja. Du planst sehr gut, du hast gute Ideen, ja, du hast vielleicht auch eine Anschaffung vor. Also Finanzen liegen in der dritten Woche sehr gut. Und in der vierten Woche liegst du energetisch sehr, sehr gut. Du bist ausgeglichen, du bist in deiner Energie, ja. Du bist sehr kommunikativ, du würdest gern unter Menschen gehen, du möchtest dich gern mitteilen. Das habe ich so in der vierten Woche. Und Arbeiten im häuslichen Bereich habe ich noch in der vierten Woche. Und auch dein Glückstag ist am 30. November. Alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Guten Abend, hier ist die Helga. Hallo Helga, was kann ich tun für dich? Ich hätte gerne mein Highlight. Sehr gerne. Helga, bei dir stehen Veränderungen an. Ja? Mhm. Also so wie es jetzt läuft oder wie es gelaufen ist, wird es nicht mehr sein. Also ich habe bei dir so ein bisschen den Kummer, Stress, Belastung liegen. Ja? Das kannst du aber bestimmt ganz gut zuordnen jetzt. Ja? Ja. Aber das geht vorüber, weil ich habe die Mäuse und die Mäuse nagen das Ganze weg. Ja? Und du hast hier das Buch, du hast nur nicht wirklich die Idee, wie kommt das Ganze? Ne?
findet das statt. Aber es kommt die Veränderung, die Stabilität, Sorgen verschwinden und du hast auch hier eine ganz, ganz tolle Freundin in der Zukunft liegen, ja? Oder eine Bekannte, die unterstützt dich und mit der wirst du auch einiges unternehmen. Super. Na, sehr schön. Alles Gute dir. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Einen schönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Hallo Sabine, hier ist die Melanie. Hallo Melanie, was kann ich tun für dich? Ich hätte gerne das Highlight. Mhm, sehr gerne. Ups. So Melanie, auch die erste Karte ist bei dir der Berg. Das heißt für mich, mit dem Klee, Blockaden lösen sich auf. Das ist schon mal gut. Also alles, was dich gebremst hat, blockiert hat, geht in die Auflösung. Ja? Was mir sehr gut gefällt, ist die Liebe bei dir. Schicksalhafte Liebe. Ja, da liegt das Schicksalskreuz mit dabei. Es entwickelt sich was Positives bei dir. Das Buch mit den Mäusen heißt immer, es löst sich etwas auf, was Unklares, wovon du jetzt noch nichts weißt. Ja? Und du schaust dir in eine ganz, ganz tolle Entwicklung, was mit der Liebe zusammenhängt. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, das sieht wirklich gut aus. Dankeschön. Tschüss. So, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir gehen jetzt anonym. Anonym bedeutet, man hört nur meine Stimme, ihre Stimme wird ausgeblendet. Und ja, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, die Sie normalerweise in der Öffentlichkeit nicht stellen möchten, sind Sie natürlich jetzt genau richtig, denn wir sind anonym. Ja? Und viele haben ja Probleme, ihre Daten zu nennen, was den Geldfluss zu aktivieren betrifft. Da muss man ja Namen und Geburtsdatum nennen. Ich hatte schon einiges erlebt, wie man mir falsche Geburtsdaten gegeben hat. Man hat es natürlich dann auch wieder verbessert. Ja? Das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, den richtigen Namen und natürlich das richtige Geburtsdatum. Und Sie können natürlich auch jemandem etwas Gutes tun. Wenn Sie jemanden kennen, der finanzielle Probleme hat, partnerschaftliche Probleme, einfach emotionale Schwierigkeiten, dann kann ich diese Person auch sehr, sehr gerne in mein Buch eintragen für die Energiearbeit. Ich beginne am 1. November. Bis zum 30. November kommen Sie dann in die Blume des Lebens. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Ansonsten können Sie sich einmal informieren, was die Blume des Lebens ist. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich die Dinge mal anzusehen. Und mit dem Ho'oponopono. Das ist ja ein Gebet, das kennen bestimmt auch viele. Und da arbeite ich dann morgens immer dran. Das geht natürlich auch mit emotionalen Dingen, wenn Sie in der Partnerschaft Schwierigkeiten haben, im familiären Bereich zum Beispiel, ne? Oder mit Ihren Kindern vielleicht im Clinch sind so ein bisschen, kann man diese Probleme natürlich auch auflösen. Oder vielleicht sorgen Sie sich um Ihre Kinder wegen Arbeitsplatz oder Studium und so weiter. Da kann man natürlich auch was tun. Also Sie sehen, die Vielfalt ist groß. Also wir können wirklich, oder ich kann jedes Problem angehen. Natürlich zur Gesundheit darf ich nichts sagen, aber Vitalität zum Beispiel. Ja? Wenn Sie sich immer müde oder schlapp fühlen, dann kann man mal so ein bisschen an der Vitalität arbeiten. Ist auch eine Möglichkeit. Und natürlich, wie es hier steht, den Geldfluss aktivieren. Da habe ich einige in meiner Blume des Lebens drin. Da habe ich sogar Aktionäre drin, ja, tatsächlich. Die sind schon länger drin und möchten auch gar nicht mehr wirklich raus, weil das Business eigentlich ganz gut läuft. Oder Gastronomen habe ich drin, Unternehmer und natürlich auch die emotionale Seite. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hallo Anne. Ja? Aber sehr gerne, Anne. Oh! Oh weia, haben wir die vergessen, oder? Meine Güte, das tut mir natürlich leid, ne? Mhm. Dankeschön. Dann schauen wir, aber schön, dass du noch mal zu mir durchgekommen bist. So, pass auf, ich habe hier als Highlight einmal Liebe, Partnerschaft angezeigt, Familie, Liebe, Partnerschaft. Ne? Da liegen bei dir in der Vergangenheit so ein bisschen die Mäuschen drin. Ne? Das heißt Verlust. Oh ja, das tut mir leid, ja, da war was, ja, ja, aber es ist trotzdem, es liegt immer noch als Verlust drin. Es war ja auch ein Verlust. Genau, richtig. Und dann habe ich ja auch den Lebensbaum liegen. Das heißt, du fühlst dich auch fit, du bist sehr stabil. Ja, du musst dir da auch keine Sorgen machen. Und du hast hier auch noch eine Unternehmung, eine Aktivität in der nächsten Zeit vor. Ja, das immer. Okay, also das sieht mal sehr gut aus. Und deine persönliche Glückszahl, jetzt sind wir soweit, ist der 6. November. Ja. Nächste Woche, genau. Und es tut mir leid, dass wir sie vergessen haben, aber okay, alles klar.
Okay, ich danke dir für dein Verständnis und alles Gute. Ja? Dankeschön. Tschüss. Liebe Zuschauer, sprechen Sie mich ruhig an, wenn ich die Glückszahl vergesse. Das kann natürlich, wenn ich so in meiner Arbeit bin und so konzentriert bin, kann das natürlich schon mal passieren, dass ich dann vor lauter, ich möchte ganz viel mitteilen, die Glückszahlen vergesse. Ja, also sollte sowas passieren, bitte mich gleich ansprechen. Ne? So, und weiter geht's. Wir sind anonym, liebe Zuschauer. Das heißt, man hört nur meine Stimme, Sie werden nicht erkannt. Wenn Sie da ein bisschen Schwierigkeiten haben, erkannt zu werden, sind Sie natürlich jetzt genau richtig. Es gibt den Geldfluss aktivieren, die 4-Wochen-Legung plus Glückstag, jede einzelne Woche. Das können Sie gerne mal im Internet verfolgen. Unter meinem Namen Sabine Krause können Sie ja mal schauen. Da steht einiges über die Dinge, die schon eingetroffen sind, auch mitunter in der 4-Wochen-Legung, jede einzelne Woche. Also ich habe sehr, sehr viele zufriedene Anrufer plus Glückstag. Und wenn Sie eine Frage haben, die dürfen Sie mir natürlich auch stellen. Und Fragen dürfen Sie mich wirklich alles, außer zum Thema Gesundheit. Wenn Sie ein Highlight möchten, das bezieht sich natürlich auf 6 Monate. Das heißt, ich werde Ihnen sagen, was so in den 6 Monaten grob passiert. Ich bin natürlich an Zeiten gebunden. Ich kann jetzt nicht so lange Sie beraten, aber zumindest mal die wichtigsten Dinge kann ich ansprechen. Und dann noch die Liebesbotschaft. Und die Liebesbotschaft betrifft jetzt nicht nur die Liebenden, ja, sondern auch, wenn Sie auf der Suche sind, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt mal wieder einen neuen Partner kennenlernen, dann können wir in der Liebesbotschaft eben auch sehen, wann Sie ihn kennenlernen, in etwa, das ist ja immer so plus minus, ne, von der Zeit und was er für ein Mensch ist, was er für einen Charakter hat, also da kann man schon auch sehr viel erkennen und ich kann sogar noch eine Botschaftskarte, eine Liebeskarte dazu ziehen, ja, was Sie beide betrifft. Also Sie sehen, die Auswahl ist riesengroß, ich bin noch bis 24 Uhr da, das ist jetzt meine letzte Stunde und wenn Sie sagen, ich habe da noch eine Frage. Morgen habe ich keine Zeit mehr, denn morgen bin ich auch noch mal da, ist mein letzter Tag. Und dann am besten jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann, liebe Zuschauer? Also ich freue mich jetzt gleich auf Ihren Anruf, auf Ihre Frage. Und wie Sie mich erreichen, sehen Sie ja auch hier unten eingeblendet. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wer jetzt gleich zu mir durchkommt. Und es hat jetzt wunderbar funktioniert. Sie haben es ja gesehen, eine Beratung nach der anderen. Und so wünsche ich mir das natürlich auch, denn ich bin ja da, um Sie zu beraten. Ja? Ich könnte natürlich unwahrscheinlich viele Dinge erzählen, aber ich denke mal, es ist doch viel spannender, Ihre Fragen zu beantworten und einfach mal gucken, was kommt die nächsten 4 Wochen so alles auf Sie zu. Und da habe ich schon ganz spannende Sachen erlebt in der 4-Wochen-Legung als Feedback. Also da habe ich schon wirklich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Das ist doch tatsächlich in jeder einzelnen Woche so eingetroffen. Natürlich kann sich das mal 1-2 Tage verschieben. Passiert, ja. 100% gibt es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen, also passt es schon immer auf die jeweilige Woche. Beginnt am 1. November, weil ich heute gerade die Frage hatte, wann die Monatslegung, die 4-Wochen-Legung beginnt. Also die beginnt am 1. November und endet am 30. November. Plus den Glückstag. Finde ich auch mal ganz spannend. Den können Sie ja individuell einsetzen, den Glückstag. Wenn Sie sagen, ich möchte mal zum Friseur gehen, die Frisur soll gut sitzen. Aber jetzt gibt es erstmal Infos für Sie, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Oh, und da bin ich wieder, liebe Zuschauer, und bin schon ganz gespannt, wer mein nächster Anrufer sein wird. Und wie gesagt, wir sind anonym, ja? Ja, anonym heißt, man hört nur meine Stimme. Sie müssen sich nicht sorgen, dass Sie erkannt werden. Und so später Stunde ist es ja meistens sowieso nicht mehr der Fall. Die meisten schlafen, ja. Es gibt aber auch Menschen, die haben Sorgen und können vielleicht nicht so gut schlafen. Und dafür bin ich jetzt da, bis 24 Uhr. Also wenn irgendwo der Schuh drückt. Ja, wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hallo Gabi. Sehr gerne, Gabi. Hattest du die schon mal bei mir, die 4-Wochen-Legung? Nicht? Okay, alles klar. Dann schauen wir uns das mal an. So, ab 1. November beginnt das Ganze, ne? Okay.
So, also in der ersten Woche, oh, du bist ein bisschen angeschlagen, habe ich den Eindruck, emotional. Ja, ist es so im Moment? Mhm. Also, oh, ja, ich sehe das gerade. Also das ist irgendwie so, du fühlst dich vom Schicksal so ein bisschen gebeutelt, ja. Aber es wird wieder besser. Ich kann dir sagen, in der zweiten bzw. dritten Woche gefällst du mir wieder besser. Also von deiner ganzen Energie her, ja. Du hast hier wieder die Liebe liegen, du hast die Stabilität in der dritten Woche liegen, dir geht's wieder gut, ja. Du hast auch übrigens in der zweiten Woche einen ganz kleinen Stress mit einer männlichen Person, so ein bisschen eine Aufregung in der Arbeit, ja. Aber das ist nicht weiter schlimm. Da löst sich einiges auf und dadurch geht es dir in der dritten Woche dann auch wieder besser. Ja? Also die erste Woche steht drüber. Ja, das ist jetzt einfach nicht so einfach. Aber in der zweiten und dritten Woche ist es auch sehr positiv. Und in der vierten Woche liegt der Neubeginn. Ne? Das heißt also, da planst du einiges, da hast du wieder Gespräche, da lösen sich auch irgendwelche Blockaden, die du im Moment hast, auf. Also da geht es dir auf jeden Fall wieder besser. Und dann ja, also wenn du das vorhast, ja, das kannst du auf jeden Fall tun, weil ich habe für dich deine Entscheidungen neu beginnen mit einer positiven Entwicklung. Ja, da spricht nichts dagegen. Und der 2. November ist für dich der Glückstag. Alles Gute wünsche ich dir, ja? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das ist jetzt ja, anonym, da bekommen Sie jetzt leider nicht so viel mit, aber da ging es jetzt auch um verschiedene Problematiken, wie zum Beispiel Arbeit und so weiter, und da haben wir ja auch einen guten Ausgang gesehen. Ja? Ich erzähle immer gern so einen kleinen Schwank aus der Beratung, aus der anonymen, damit Sie auch ein bisschen was mitbekommen beim Zuhören. Ja? Aber ich möchte ja nicht, dass Sie zuhören, sondern ich würde mich freuen, wenn Sie mich anrufen. Ja, das ist natürlich Ihre Entscheidung. Ich kann Sie nicht dazu zwingen, möchte ich auch gar nicht. Soll ja immer freiwillig sein. Ja. Aber wenn jetzt irgendwo der Schuh drückt, wenn Sie sagen, die Woche war jetzt irgendwie ganz, ganz komisch, ich habe da so ein bisschen Sorge am Arbeitsplatz oder in der Beziehung, da kommt mir etwas komisch vor, ja, dann sind Sie natürlich jetzt richtig in der anonymen Beratung. Es bekommt auch keiner mit. Also prekäre Fragen, wo man ungern in der Öffentlichkeit stellt, die können Sie mir jetzt gerne in der anonymen Beratung stellen. Ja, weil man hört ja nur meine Stimme und Ihre Stimme ist ausgeblendet. Jetzt bin ich gespannt. Und was ich Ihnen anbiete, sehen Sie ja hier unten eingeblendet. Und das ist einiges. Ja, da haben wir also eine große Auswahl von der Liebe zum Geldfluss aktivieren. Da habe ich jetzt auch schon einige Einträge. Also ich würde mal sagen, ich habe schon noch ein bisschen Platz in der Blume des Lebens, aber es wird dann doch langsam knapp. Ein paar Einträge kann ich noch machen für den Geldfluss aktivieren. Aber wie gesagt, wir können auch emotionale Blockaden lösen. Das geht natürlich auch. Ja? Wenn es in der Partnerschaft Schwierigkeiten gibt oder wenn Sie das Gefühl haben, in der Partnerschaft, Sie stoßen immer auf die gleiche Problematik. Egal, welchen Partner Sie kennenlernen, es ist immer irgendwo die Eifersucht im Spiel oder irgendwelche anderen Probleme und Sie erleben es immer wieder, dann hat das wohl irgendwas mit Ihrer Vergangenheit eben zu tun oder mit Dingen, die Sie vielleicht schon erlebt haben und die wiederholen sich immer wieder. Ist ja oft so. Dinge, die wir erlebt haben, die wir in uns aufgenommen haben, die uns verletzt haben, die wiederholen sich dann immer wieder. Und diese Blockaden versuche ich dann eben auch zu lösen. In den emotionalen Dingen, ja. Und bei den Finanzen ist es nicht anders. Da schaue ich, was da wohl in der Vergangenheit auch passiert ist. Vielleicht hat man ihnen gesagt, man muss richtig viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja? Oder oftmals hat man ja gesagt bekommen, oh, Geld ist schmutzig und so. Das habe ich auch schon manchmal gehört von Anrufern. Also das ist eine unschöne Sache. Das trägt man dann durchs ganze Leben. Und dann wundert man sich, wenn man im finanziellen Bereich immer wieder auf Probleme stößt. Ne? Und sowas versuche ich eben mit der schamanischen Energiearbeit zu lösen. Also ich habe die schamanische Ausbildung auf Bali und auf Hawaii gemacht. Ja, ich war vor 2-3 Jahren, war das ungefähr, war ich auf Hawaii. Also war sehr, sehr schön, da kommt ja auch der Schamanismus her. Also war wunderschön und habe auch sehr viel gelernt da. Und dieses Wissen möchte ich Ihnen sehr gerne weitergeben. Und da freue ich mich natürlich schon. Und ich arbeite zu Hause auch noch als Ernährungsberaterin. Da gebe ich auch gerne Auskünfte, wenn es um das Thema Ernährung geht. Ja. Und das ist natürlich noch ein kleiner Einblick, wie ich zu Hause arbeite. Da habe ich natürlich mehr Zeit, berate Sie auch ganzheitlich, auch lösungsorientiert. Das versuche ich hier natürlich auch. Aber da bin ich natürlich an Zeiten gebunden.
Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier. Bis 24 Uhr bin ich noch da und wünsche mir natürlich noch die ein oder andere Beratung. Am besten ganz, ganz viele, weil ich bin ja nicht da, um zu erzählen, sondern um Sie zu beraten. Und nicht vergessen, wir sind anonym. Oder warten Sie vielleicht? Oder gibt es jemanden dort draußen, der jetzt irgendwie auf eine Karte wartet? Ja, mein Gefühl, also meine Finger sind schon unruhig, aber ich guck mal. Die göttliche Magie. Ja, das ist ja super. Die göttliche Magie, liebe Zuschauer. Ich weiß jetzt nicht, wann es klingelt. Kann auch sein, dass es gleich klingelt. Ja? Aber deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben. Rechne mit Wundern. Ja? Das heißt, ein Wunder kommt auf dich zu. Das hatte ich in der letzten Stunde auch schon mal. Da war sehr viel mit Wunscherfüllung und Wunder und Gebete werden erhört. Ja. Und das habe ich jetzt auch wieder gezogen. Also das scheint wohl in der Luft zu liegen, also energetisch. Das mache ich mal gerade. So. Deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben. Rechne mit Wundern. Also da sind wir natürlich auch wieder nicht themengebunden. Ja, das bedeutet, dass es um jedes Thema gehen kann, familiäre Themen, emotionale Themen oder wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, im finanziellen Bereich vielleicht oder vielleicht einen Umzug oder Sie suchen eine neue Wohnung oder einen Arbeitsplatz. Ganz egal, worum es geht, liebe Zuschauer. Oder Sie möchten sich vielleicht eine neue Küche kaufen zum Beispiel. Ja, also es gibt ja so viele Wünsche, die wir auf dem Herzen tragen. Und dieser Wunsch wird in Erfüllung gehen. Die göttliche Magie. Und wir wissen ja alle, dass die göttliche Magie einer der höchsten Energieformen ist, die es gibt. Ja? Die göttliche Magie, sagt ja das Wort schon aus, göttliche Magie. Die höchste Energieform, die es gibt, habe ich jetzt für meinen nächsten Anrufer gezogen. Und das, wie gesagt, hatte ich in der letzten Stunde eine ähnliche Karte. Da ging es um die Mutter Maria und hier geht es um die göttliche Magie. Deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben. Rechne mit Wundern. Also nicht mal ein Wunder, sondern Wundern, die Mehrzahl. Da kommt was ganz, was Großes auf meinen nächsten Anrufer zu. Und Sie sehen ja auch hier schon wieder, die göttliche Magie verbindet sich mit Ihnen. Und da gibt es jemand da draußen, der müsste sich eigentlich schon angesprochen fühlen, traut sich vielleicht noch nicht so richtig, vielleicht zweifeln Sie noch ein bisschen, soll ich oder soll ich nicht? Eigentlich spricht mich die Karte schon an und ich hätte da schon einiges auf dem Herzen, was mich irgendwie beschäftigt, was ich gern gelöst haben möchte. Ja, dann sind Sie jetzt aber genau richtig. Also wenn der Bauch ja sagt, der Kopf ist manchmal so der Zweifler, ja, der das Ganze manchmal so ein bisschen blockieren kann, die Vernunft, der Verstand, ja, aber das Bauchgefühl, also ich lebe rein aus dem Bauchgefühl, wenn mein Bauch sagt, das ist in Ordnung, da bin ich eigentlich, ich glaube, fast noch nie falsch gelegen, ja. Also sobald der Kopf dazu kommt, ist es schon irgendwie schwierig, ja. Also rein aus dem Bauchgefühl heraus, wenn du ein gutes Gefühl hattest bei dieser Karte, dann ist es vielleicht deine Karte. Oder ganz bestimmt deine Karte. Göttliche Magie. Und wir sind sogar anonym. Wir können dieses Wunder, auf das Sie warten, ganz bequem anonym besprechen. Ja, wir haben natürlich noch wichtige Informationen für Sie und die entnehmen Sie bitte hier unten im Laufband. So, ja, 24 Uhr, 20 Minuten haben wir noch, liebe Zuschauer. Und wie gesagt, ich wünsche mir noch ganz viele Gespräche. Das ist ja jetzt meine letzte Stunde und da wünsche ich mir natürlich noch, schon noch einige Gespräche. Ich kann sie natürlich jetzt nicht in Zahlen fassen, aber am liebsten ganz viele. Weil ich ja da bin, um Sie zu beraten, Ihnen zu helfen, eine Lösung zu finden. Ja? Deshalb ist ja mein Motto, ganzheitlich und lösungsorientiert zu beraten. Und Sie sehen ja hier unten eingeblendet, was ich Ihnen anbiete.
den Geldfluss aktivieren. Das haben Sie mit Sicherheit, wenn Sie mich jetzt ein bisschen beobachtet haben, mir über die Schulter geschaut haben, dann konnten Sie ja mit Sicherheit auch mitbekommen, wie das mit dem Geldfluss funktioniert. Da brauche ich nur Name und Geburtsdatum, bietet sich ja jetzt regelrecht an in der anonymen Beratung. Und dann lege ich Sie zu Hause in meine Blume des Lebens. Oder Sie möchten jemandem etwas Gutes tun, der finanziellen Engpass hat. Dann die 4-Wochen-Legung. Habe ich Ihnen ja schon erzählt, dass ich da ganz, ganz viel Feedback habe auf die 4-Wochen-Legung, auch in anderen Dingen. Ja. Also ich habe schon, ich muss mich auch mal ganz herzlich öffentlich bedanken für die vielen tollen Feedbacks, die ich bekommen habe. Können Sie auch unter meinem Namen Sabine Krause nachlesen. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Gabi, hallo, nochmal, zum zweiten Mal. Das freut mich. Super. Ja, gerne. Geht es um jemand Bestimmtes? Okay, dann schauen wir uns an. Hast du denn gesehen, was du für eine Karte... Ja, okay, super. Dann weißt du ja, was für ein Wunder auf dich zukommt. Super. Weil wenn das dein Wunsch war, ne, als du angerufen hast, dann ist es auch, wird es auch in Erfüllung gehen. Ganz sicher ist die göttliche Magie. Ne? Jetzt schauen wir uns die Liebesbotschaft noch an. Ja, da liegt er ja schon. Also ich habe hier Gespräche, Kontakte mit einer männlichen Person. Ne, der müsste ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen älter sein. Also plus minus dein Alter. Also auf jeden Fall nicht jünger. Ne? Dann habe ich ihn sehr aktiv, also sehr positiv in deinem Kartenbett liegen. Ja, also der kommt aktiv in deine Richtung. Dann habe ich ihn mit dem Neubeginn. Also das ist definitiv ein neuer Mann, den du noch nicht kennst, weil auch das Buch dabei liegt. Dann habe ich das... Das verstehe ich auch. Kalter Kaffee, ne? Sage ich immer. Und dann habe ich hier das Herz mit angezeigt. Das heißt immer, dass sehr viel Herzlichkeit auch mit dabei ist. Es kann nur sein, dass er anfänglich etwas blockiert ist. Ne? Blockiert heißt immer, dass er nicht so aus sich rauskommt. Ne? Aber ich würde sagen, lass ihm da ein bisschen Zeit. Und das Ganze ist jetzt in den nächsten 6 Monaten innerhalb. Ja? Und ich habe ja die göttliche Magie für dich gezogen. Übrigens müsste er brünett bis braunhaarig sein, ja? von der Haarfarbe. Ja, dann habe ich hier die göttliche Magie, das heißt also, deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben, rechne mit Wundern. Das hatte ich ja heute schon ein paar Mal vorgelesen, ja, also das Wunder brauchst du definitiv, ja. Also sieht sehr gut aus, ich wünsche dir alles Gute, ne? Und eine gute Nacht. Ja, danke schön, tschüss. Ja, ein kleiner Schwank aus der anonymen Beratung für meine Zuhörer. Hier ging es um den Wunsch einer Partnerschaft und dieser Wunsch lag auch in der Liebesbotschaft. Ja? Also Sie sehen, es passt wunderbar zusammen. Diese Dame hat einen ganz, ganz großen Wunsch, weil sie schon sehr lange alleine ist, in eine Beziehung zu gehen und der Wunsch geht in Erfüllung. Sie sehen, also, es kann so vieles sein, also man hat so viele Wünsche, das können große, kleine Dinge sein, ja, das kann im partnerschaftlichen Bereich sein, also Wünsche sind da wirklich offen. So, ja, weiter geht's, liebe Zuschauer. Ich freue mich in der anonymen Beratung für die nächsten 15 Minuten, ja, geht es wieder hier um den Geldfluss aktivieren für Wochenlegung plus Glückstag, Fragen, wie gesagt, dürfen Sie mich ja alles, das Highlight für die nächsten 6 Monate und natürlich die Lebensbotschaft, genau. Die hatten wir ja gerade und die hat wunderbar gepasst. Und nicht vergessen, wir sind anonym. Ja, man hört nur meine Stimme und Ihre Stimme wird ausgeblendet. 15 Minuten haben wir noch, liebe Zuschauer. Und ich sage es immer wieder, 15 Minuten ist... Ja, und wir haben natürlich noch Infos für Sie. Bleiben Sie dran. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, meine Lieben, und weiter geht's. Und ich würde sagen, die letzten 15 Minuten gehen wir doch in die intensive Beratung. Also ich möchte das gerne, danke liebe Regie, klappt ja wunderbar. Sehen Sie, Wünsche werden erfüllt, wenn man sie äußert. Super. Also 100% anonym, liebe Zuschauer, und intensiv. Ja, das heißt, wir haben etwas mehr Zeit für die Beratung. Wir müssen jetzt nicht mehr ganz schnell, ich versuche ja auch immer in der schnellen Beratung ganz viel reinzupacken.
Aber in der intensiven Beratung haben wir etwas mehr Zeit. Das ist wunderbar. Ja, das heißt also, wenn Sie jetzt die Vier-Wochen-Legung möchten, kann ich vielleicht noch ein paar mehr Details nennen in der Vier-Wochen-Legung. Natürlich auch den Glückstag. Und bitte sprechen Sie mich an, wenn ich den Glückstag vergesse. Das kann mal passieren. Ja, ist mir in der letzten Stunde passiert. Aber ja, das sollte nicht passieren. Aber kommt vor. Dann die Blockadenlösung. Blockadenlösung ist ja in jedem Bereich, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie blockiert sind. Also da sind wir jetzt auch nicht auf ein spezielles Thema, wie Geldfluss aktivieren, können wir natürlich auch machen, ja, die Finanzen, aber Blockadenlösung kann so vieles sein. Ja, kann auch Blockaden mit Freunden sein, mit Familie sein, mit Beruf und so weiter. Dann das Liebesorakel, das geht dann ein bisschen anders, da lege ich Sie und ihn aus, ja, also beide Personen, und schau, was er denkt, was er fühlt, wo es hinführt, was er nicht möchte, was Sie nicht möchten. Also das ist sehr ausführlich, was die Liebe angeht. Ja. Und wenn Sie alleine sind, dann schauen wir einfach mal, wann der neue Partner kommt. Hoffentlich einer kommt. Ja. Oder die Drei-Monats-Legung, die geht jetzt nicht Woche für Woche. Zu Hause kann ich das natürlich anbieten, da habe ich etwas mehr Zeit, ja. Aber hier geht es Monat für Monat. Ne? Und das ist ja auch ganz spannend, wenn man weiß, so in etwa, okay, was kommt im November, auf was muss ich mich einstellen, Dezember und Januar, also jeden einzelnen Monat. Ja, das ist jetzt das, was ich Ihnen anbiete für die restliche Zeit bis 24 Uhr. Mhm, genau. Und wie Sie mich erreichen, sehen Sie ja hier unten eingeblendet. 0137 9911 880. Das ist die Nummer zu mir hier in die Live-Beratung. Sie haben natürlich noch eine andere Möglichkeit, uns zu erreichen unter der 0900 508 5000. Da finden Sie ganz, ganz viele Berater, auch TV-Berater. So, und weiter geht's, liebe Zuschauer. Ich bin gespannt auf meinen nächsten Anrufer. Vielleicht spitzen wir mal ganz kurz in die Karten. Welche ziehen wir denn? Ziehen wir die hier. Oh, die leuchtende Zukunft, die hatte ich heute schon mal. Ah, dann sollte das nochmal so sein. Die leuchtende Zukunft, liebe Zuschauer, sorge dich nicht, alles wird gut. Und es bezieht sich auf das Thema alles. Ja, also es wird alles gut werden. Das ist jetzt die Karte für meinen nächsten Anrufer. Also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja genau, ich wünsche mir, dass endlich mal alles gut wird. Ich warte schon sehr lange auf das ein oder andere. Ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, auf was Sie genau warten, aber es geht hier um das Thema alles. Ja? Sorge dich nicht, alles wird gut. Und das ist ja eine schöne Aussage. Ne? Also konkreter geht es ja gar nicht mehr. Leuchtende Zukunft bedeutet, sorge dich nicht, alles wird gut. Und das ist jetzt die Karte für meinen nächsten Anrufer oder Anruferin. Und dazu bekommen Sie natürlich auch noch hier mein Angebot in der intensiven, anonymen Beratung. Ja, das lohnt sich, liebe Zuschauer. Glauben Sie mir, weil hier steht schwarz auf weiß, dass alles gut werden wird. Und wenn Ihr Bauch jetzt sagt, ich habe es ja vorhin erklärt, wenn das Bauchgefühl sagt, wow, ja, das ist meine Karte, auf sowas habe ich gewartet, dann sage ich immer, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist der richtige Augenblick, wenn es um das Thema geht, dass alles gut werden soll. Es ist auch energetisch eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr farbenfroh, sehr energetisch, ne? Sehr positiv im Ausdruck. Und wie gesagt, sorge dich nicht. Jetzt sehen Sie die Karte, wunderbar. Ich habe sie schon wieder mal schief liegen. So. Sorge dich nicht, alles wird gut. Da freue ich mich jetzt gleich auf meinen nächsten Anrufer, wenn ich das mitteilen darf, dass die Sorgen verschwinden und alles gut wird. Die leuchtende Zukunft. Genau. Da werden Ihre Augen leuchten, Ihr Herz wird leuchten. Es wird alles gut werden. Ich ziehe noch eine dazu, das hatte ich heute noch nicht. Die Fülle. Also diese Karte bedeutet ja dann auch, dass Fülle in dein Leben kommt. Ja, also das ist ja, passt ja wunderbar zusammen. Sorge dich nicht, alles wird gut. Und die Fülle, ja, das heißt, dass dein Leben mit Fülle beschenkt wird. Ja, Sie sehen es auch sehr schön auf der Karte hier abgebildet. Diese Person nimmt von außen und freut sich und ja, hat eine sehr schöne Energie.
ist entspannt und so werden Sie sich auch fühlen. Ja? Sie werden sich entspannt zurücklehnen, denn es wird alles gut, Ihre Sorgen werden genommen und das Universum begleitet dich in deine sorgenlose Zeit. Und wir haben jetzt noch 10 Minuten. Die Beratung werde ich auf jeden Fall führen, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe ja nicht, dass schon alle schlafen. Das wäre natürlich schade, ja, bei so einer schönen Zukunftsprognose. Aber es kann nicht sein, dass alle schlafen, denn die Karte habe ich ja nicht umsonst gezogen. Es kommt ja aus dem Gefühl heraus. Und da ist mein Anrufer schon. Wen darf ich begrüßen? Ja, hier ist nochmal die Lydia. Oh, ja? Ja, wunderbar. Also sagen wir mal so, gibt es denn Bereiche in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, das sollte jetzt mal gut werden? Oder das sollte besser werden? Mhm, okay, du hast ja den Geldfluss bei mir aktivieren lassen, ne? Sehe ich gerade. Mhm, genau, mhm, okay. Sehr gerne. Und das ist ja auch die Fülle, die habe ich ja auch für dich gezogen. Schau, super. So, also der November, oh, da liegen die Finanzen. Da scheint im November sich schon was zu tun. Ja? Ich habe hier einmal die Fische, die stehen immer für die Finanzen. Ja? Die liegen also mit dem Herzen und mit dem Anker. Das heißt also, es kommt nicht irgendwie sehr kompliziert auf dich zu, sondern das ist so eine Herzensfreude. Ne? Also im finanziellen Bereich, also du siehst das jetzt gleich eingeblendet. Ja? Hier liegen die Fische, die Finanzen, Herz und Anker. Anker heißt immer, es verankert sich, es stabilisiert sich. Ja? Was du hier noch hast im familiären Bereich, kleine Schwierigkeiten, kleine, ja, aber es liegt hier ganz zum Schluss der Neubeginn, ja. Warte mal, die Kamera fährt gleich drauf, ja. Ja, genau, da liegt der Neubeginn am Ring, das heißt, also Ring ist die Familie, da ist noch ein bisschen die Blockade drin, aber es geht raus, ja, es geht in den Neubeginn. Dann im Dezember liegt das, da liegt so ein bisschen gestresst am Anfang, weil Dezember ist natürlich auch die Zeit, Weihnachten, Advent und so weiter, ja, und da liegt eine kleine Stresskarte, ist kein Negativstress, weil ich habe die Störche liegen, es sind Veränderungen, die du vielleicht im häuslichen Bereich vorhast, ja, die Mäuschen nagen ein bisschen an dir, weil du vielleicht viel erledigen willst, aktiv bist und puh, da muss ich hin, dort will ich hin, ja, das möchte ich noch erledigen, also du bist im Dezember sehr aktiv, ne, und es liegt auch der Lebensbaum, das kann sein, dass du dann Ende Dezember so ein bisschen, jetzt bin ich durch, ja, also schau, dass du zwischendrin immer mal so ein paar Pausen einbaust. Ne? Okay, super. Und im Januar liegst du, super, da liegt eine Karte nach der anderen positiv, außer der Fuchs, aber da sage ich gleich was dazu. Also der Schlüssel heißt, mit Sicherheit wird dir alles gelingen, was du vorhast. Du liegst sehr klar in deinen Gesprächen, klar in deinen Planungen. Ja? Und es liegt hier eine weibliche Person, die ein bisschen unehrlich zu dir ist. Also da musst du ein bisschen aufpassen. Aber das kommt erst im Januar. Okay? Da ein bisschen Acht geben. Und wie gesagt, die Fülle sind die Finanzen und sorge dich nicht, alles wird gut, ist das andere Thema, was du vorhin erwähnt hast. Ja? Alles Gute. Dankeschön. Ja, tschüss. So, das war jetzt eine sehr ausführliche Beratung, liebe Zuschauer. Und das hat wirklich ganz, ganz toll gepasst, die Fülle. Weil diese Dame hat sich eintragen lassen für den Geldfluss aktivieren. Und Sie sehen, ich habe schon die Fülle gezogen. Ja, ich habe es ja auch erwähnt jetzt gerade in der anonymen Beratung. Und da lagen sogar schon im November, also in der Zeit, wo ich mit der Energie arbeite, die Fische. Und sie stehen halt auch für die Finanzen mit dem Herz und mit dem Anker. Ist natürlich für die Finanzen eine Mega-Kombination. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz toll, wenn diese drei Karten zusammenliegen. Gute Energie. Ja, jetzt sind wir noch 5 Minuten, bin ich noch da. Das heißt also, wir schaffen mit Sicherheit noch, ich hoffe noch eine Beratung, aber ich würde gerne noch eine Karte ziehen. Und da haben wir den Wohlstand. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und die Lebensfreude. Also hier geht es um das Thema Wohlstand. Das Universum schüttet sein Füllhorn über dich aus. Sei offen, um zu empfangen. Ja? Also da kommt was ganz was Großes auf dich zu. Du siehst, das Universum meint es gut mit dir. Füllhorn, Wohlstand. Da muss ich aber dazu sagen, das kann jetzt der finanzielle Wohlstand sein, kann aber auch der emotionale Wohlstand sein. Das kommt jetzt ganz auf Ihr Thema an. Ja, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Also wenn du aufgrund emotionalen Dingen anrufst, Partnerschaft, dann würde ich sagen, wow, da kommt was Großes, eine große Liebe auf dich zu. Ja? Wenn du aufgrund der Finanzen anrufst, dann schenkt das Universum dir wirklich einen ganz, ganz großen Segen, was das Finanzielle angeht. Ja? Und ich habe hier die Lebensfreude. Und sie
sehen ja hier auf dem Bild, sie werden vor Freude tanzen, sie werden ihr Glück teilen, sie werden glücklich sein, Freude, happy, ja, einfach ein tolles Leben, ja, und das kommt jetzt auf meinen nächsten Anrufer zu. Ist natürlich für meine nächste Beratung, ich bin ja jetzt nicht mehr lange da heute, ein ganz toller Abschluss, ja, ich weiß ja nicht, ob ich nochmal die Chance habe, eine Karte zu ziehen, aber jetzt geht es hier um den Wohlstand und das kommt jetzt ganz auf Sie drauf an, in welcher Form Sie den Wohlstand benötigen. Ist es im Herzensbereich oder ist es im finanziellen Bereich? Ja, im finanziellen Bereich kommt dann wirklich was ganz was Großes auf dich zu. Wenn Sie hier mal die Karte ansehen, wie das Geld fließt, ja, und da geht es auch darum, dass nicht nur einmal kurz was kommt, ja, sondern wenn das Geld fließt, ja, dann kannst du auch längerfristig damit rechnen. Ja? Nicht nur einmal kurz, sondern längerfristiges Geld. Und das sagt diese Karte aus und die Lebensfreude gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ja? Vielleicht drückt irgendwie finanziell aufgrund der Krise der Schuh, vielleicht sind sie irgendwie in Schulden geraten, ja? Oder haben Zahlungsschwierigkeiten eben auch durch die Krise oder haben Schwierigkeiten mit ihrer Selbstständigkeit. Ist ja auch manchmal so, dass zum Beispiel Gastronomie oder Clubs und so weiter, die hatten ja auch eine schwere Zeit. Ne? Und wenn es da wirklich um das finanzielle, berufliche geht, dann liegt hier wirklich was ganz was Großes. Ja? Oder wenn es um die Liebe geht, da gibt es natürlich auch viele Schicksalsschläge in der Liebe, dann geht es hier um die große Liebe. Auf jeden Fall, das Endresultat ist die absolute Lebensfreude. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich denke mal, wer sich dann diese Kombination abholt bei mir, kann heute Nacht bestimmt sehr, sehr gut schlafen. Vielleicht sind Sie noch wach aufgrund Ihrer Sorgen, aber die Sorgen würde ich Ihnen jetzt gerne nehmen, also einer ganz bestimmten Person nehmen. Weil, wie ich ja schon erklärt habe, hat das ja, die geistige Welt schon jemanden ausgesucht, der sich angesprochen fühlt. Und ja, diese Person darf sich jetzt freuen. Und wie gesagt, wir sind 100% anonym. Man hört nur meine Stimme und wir sind intensiv. Also wir haben Zeit für die Beratung. Ja, es tickt, liebe Zuschauer. Ich würde es aber lieber klingeln hören. Ja? Das Geräusch ist mir fast lieber, wenn es klingelt. Wohlstand, da kommt was Großes auf dich zu. Die absolute Lebensfreude nach diesem Ereignis. Also du wirst dich auf jeden Fall glücklich fühlen und wirst auch dein Glück mit anderen teilen. Ist ja immer schön, wenn man das Glück mit anderen Menschen teilt, dann verdoppelt sich das Glück. Ja, ist eine sehr schöne Kombination. Ja, das ist übrigens die letzte anonyme Beratung, jetzt hier bei mir. Und morgen bin ich wieder ab 14 Uhr für Sie da. Das ist dann mein letzter Tag bei Astro TV. Ja, und jetzt gehe ich dann erstmal in eine wohlverdiente Nachtruhe, ja, mich wieder mit Energie auftanken, dass ich morgen wieder voller Energie bei dir sein kann. Und jetzt geht es um den Wohlstand. Absolute Lebensfreude, weil etwas ganz was Großes auf dich zukommt. Ich weiß, es gibt dich da draußen. Sei optimistisch, glaub an das Gute. Super, wunderbar. Wen darf ich begrüßen? Hallo, da ist die Katja. Katja, bleibst du bitte ganz kurz dran? Ja, ich muss mich verabschieden. Liebe Zuschauer, ich möchte mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Nacht. Ja. Ich bin morgen wieder ab 14 Uhr für Sie da. Alles Liebe, Ihre Sabine Krause. So, ich bin bei dir. Hallo.